Was ist? Was wollt ihr? Ich bin Navarro. Don Alvarez schickt mich. Ich soll mal ein ernstes Wörtchen mit Ihnen reden. Sie werden schon wissen, wegen der Pferde, die Sie ihm versprochen haben. Wieso? Das Geschäft haben wir doch hinter uns. Ich habe ihm die Pferde geliefert. Heute Vormittag erst. Ist ja merkwürdig. Da hat uns Don Alvarez ganz was anderes erzählt. Kassiert haben Sie. Damit haben Sie es eilig gehabt, sagt er. Aber die Pferde hat er nicht mal von Weitem gesehen. Machen Sie öfter solche Geschäfte? Hier bei uns haben Sie das zum letzten Mal versucht. Da kann doch nur ein Irrtum vorliegen. Wie kann Alvarez sowas sagen? Ich bin ein Ehrenmann. Habt ihr das gehört, Jungs? Er ist ein Ehrenmann. Hoffentlich weiß er, was das ist. Raus mit dem Geld. Aber hoppla, sonst muss ich Sie umlegen und die Mühe können Sie mir wohl sparen. Machen Sie, dass Sie weiterkommen und halten Sie mich nicht länger auf. So, Chico, dann schreite mal zur Kasse. Ich schreite. Sie haben ihn umgebracht. Ich weiß, Mary. Ich weiß es schon. Nicht weinen, es wird alles gut. Tag, Onkel Dan. Ja, ja, Django. Django.
Wir haben uns das überlegt. Mary und ich, wir können nicht länger hier bleiben. Wir wollen weg von hier. Ja, wir werden nach San Juan gehen. Du kommst doch mit, Django, oder? Nein. Und ihr werdet auch hier bleiben. Unser Vater hat dieses Haus gebaut und er hat gern hier gelebt. Er wäre niemals von hier weggegangen. Und wenn sonst was passiert wäre. Unsinn, Django. Bitte leg den Revolver weg. Er hat ihn auch nie benutzt, das weißt du doch. Ja, ich weiß. Django. Sei vernünftig, das hat keinen Sinn. Du kennst doch Navarro. Auf einen mehr oder weniger kommst dem nicht an. Das geht nicht gut. Adios. Django! Django, bitte! Muss ich dich denn auch noch verlieren? Nein, das darfst du nicht tun. Chico! 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 Der ist weg! Vor einer halben Stunde habe ich gesehen, wie er weggeritten ist. Etwa mit einer Tasche? Ja, mit einer schwarzen Tasche. Du dummes Stück, warum hast du das nicht gleich gesagt? Der
klemmt sich einfach das Geld unter den Arm und verschwindet damit. Mein eigener Sohn also. Von meinem eigenen Sohn werde ich ausgeplündert. Der soll mich kennenlernen. Woher wissen wir, dass es wirklich so ist? Weil ich es euch sage, ich, Navarro. Und wenn ich etwas sage, stimmt es auch. Bin ich hier der Chef oder bin ich es nicht mehr? Der Halunke kann doch nicht weit sein. Wir werden ihn suchen und wer ihn findet, der legt ihn um. Und zwar auf der Stelle. Wir reiten gleich los. Schlafen könnt ihr morgen. Warten wir hier schon 2 Tage. Und Navarro lässt sich immer noch nicht blicken. Tja, wenn er nicht zu uns kommt, müssen wir zu ihm. Ist eine Methode, die sich schon öfter bewährt hat. Ojo. Ja? Geh und hol mir was zu trinken. Ja, Don Alvarez. Ich hab gedacht, es kühlt sich ab, aber es ist immer noch so warm. Findest du nicht auch, Johnny? Ja, kaum auszuhalten. Mir reicht's jedenfalls. Navarro hat uns bestimmt reingelegt. Dolores! Was zu trinken? Bring uns Tequila! Du kannst mir ein bisschen Gesellschaft leisten, komm! Lass mich los! Lass mich los, du Schwein! Lass mich los! Habt ihr das gehört? Schwein hat sie gesagt! Sie hat doch recht! Du bist doch ein Schwein. Ich heiße Django. Ich suche Navarro. Navarro ist hinter seinem Sohn her, dem Chico. Der hat ihm Geld gestohlen. In welcher Richtung ist er weg? Die Straße nach Süden. Wer hat meinen Sohn erschossen? Er soll vortreten. Habe ich gesagt, habt ihr nicht gehört oder ich lege euch alle um!
lange wollt ihr euch das noch überlegen? Ich gebe euch 2 Minuten und dann knallt es. 2 Minuten, nicht eine Sekunde länger! Ich glaube, der erschießt sie wirklich alle. Das wird nicht ganz so einfach sein. Es gibt ja bei uns auch ein paar Leute, die nicht nur daneben schießen. Schön und gut, aber was ist mit Smith? Glaubst du, dass er dicht hält? Den überlass mir. So, die 2 Minuten sind vorbei. Ich höre! Na komm schon, Freundchen. Jetzt wird's ernst. Da drüben. Schön tief durchatmen. Navarro! Es ist sicher nicht schwer gewesen, meinen Vater zu erschießen. Hab ich recht, Navarro? Tut mir leid, Gringo, aber ich habe keine Ahnung, wovon die Rede ist. Dann werde ich es dir gleich mal erklären. Tu das, bin mächtig gespannt. Für mich lässt er gar keinen übrig, sowas. Pass auf, da oben! Das ist ja die reine Freude. Ich bin Juan José Vázquez de la Lama. Er sagt einfach Barica zu mir. Ich bin Geschäftsmann, natürlich nur da, wo Geschäfte zu machen sind, verstehst du? Und abgesehen davon bin ich ein sehr angenehmer und sympathischer Mensch. Immer hilfsbereit. Das ist ein Glückstag für dich, dass du mich heute getroffen hast. Ohne Übertreibung. Habe ich nicht gesagt, du sollst erst mal untertauchen? Und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist? Ich will meinen Anteil haben. Das hatten wir doch anders abgemacht. Du bekommst deinen Teil, wenn wir drüben sind. Vorher nicht. Ich will die Mäuse gleich haben.
Ich will weg hier. Ich bleibe in diesem Kaff nicht einen Tag länger, als nötig ist. Es ist nun mal nötig. Also wirst du bleiben. Siehst du? Nun bist du weg. Dieser Bursche vorhin unten auf dem Platz. Der hat ganz schön aufgeräumt. Jetzt brauche ich mich wenigstens nicht mehr um Navarro zu kümmern. Gray, ich möchte weg von hier. Aber noch nicht heute. Auf die 10.000 Dollar. Das sind doch Navarros Leute. Wer ist das gewesen? Er hat gesagt, er heißt Django. Und was ist mit Navarro? Wo steckt er? Weggeritten Richtung Süden. Django hinterher. Na, dann wollen wir mal auch.